So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von Arboretum, erschienen im Abacus-Spiele-Verlag. Und wir haben jetzt gerade schon mal eine Partie gespielt und ich glaube, also normal mache ich ja mal Let's Plays, das ist bei dem Spiel aber nur bedingt aufregend, weil man hat zwar schon sehr, sehr knifflige Entscheidungen, aber zum Zugucken ist es nicht so spannend, man versteht auch nicht so wirklich, glaube ich, was wir machen, wenn man nicht am Ende die Wertung kennt. Deswegen haben wir jetzt die Partie gespielt, das habe ich auch gefilmt und werde das dann gleich so reinschneiden, dass es jetzt hinter dieser Wertung ist. Ich werde euch jetzt erstmal die Wertung erklären, wie das Ganze funktioniert, wofür wir am Ende Punkte bekommen, weil dann versteht ihr besser, worauf man beim Spielen so achtet. Ich bin mir nicht sicher, dass ich da immer zwingend drauf Acht gegeben habe, aber ich habe auch schon wieder genau der Reihenfolge nachgebaut. Egal, aber das ist nicht dramatisch. Im Spiel selbst hat man am Anfang 7 Baumkarten auf der Hand, jeder hat einen eigenen Ablagestapel und im Spielverlauf zieht man immer erst 2 Karten, legt eine Karte in seine Auslage, wirft dann eine Karte auf seinen eigenen Ablagestapel. Wenn man Karten nachzieht, kann man sich immer entscheiden, ob man vom Nachziehstapel nimmt oder von einem der beiden Ablagestapel. Bei mehr Spielern gibt es natürlich auch mehr Ablagestapel und bei jedem Ablagestapel kann man prinzipiell darauf zugreifen, sich immer die oberste Karte nehmen, dann später auch die zweite Karte, wenn die toll ist und... Wie gesagt, ne, Karten ziehen, Karte aufspielen, Karte ablegen, fertig. Vom Grundgedanken her relativ einfach. Die Frage ist nur eben immer, welche Karte spiele ich aus und vor allen Dingen, welche Karte spiele ich ab, weil dadurch, dass die Mitspieler von den Ablagestapeln eben auch Karten nehmen dürfen, tut mir den relativ oft einen Gefallen. Und es ist so, im Spielverlauf später guckt man sich halt immer, also es wird jetzt am Ende, werden die Bäume der Reihe nach durchgegangen, das heißt, sie würden jetzt erst den Ahorn meinetwegen nehmen, dann würde gefragt werden, also ne, zeigt eure Herr eure Ahornkarten, ich würde jetzt sagen, hier, ich habe die 8. Und ich würde sagen, hier, ich habe die 7 und die 2. Spiel, das heißt, sie hat insgesamt einen höheren Wert als ich. Also darf sie jetzt ihre roten werden. Genau. Und ich habe eine Reihe von 1, 3 und 6. Mhm. Das sind erstmal 3 Punkte für die Reihe. Dann das Doppelte, also 6 Punkte für die Reihe. Und sie fängt mit einer 1 an. Wieso das Doppelte? Weil es alles rote sind. Oh, es müssen mindestens 4 sein. Ach stimmt, dann nicht doppelt, sondern nicht doppelt. Also 4 Punkte einfach nur. Genau, 4 Punkte, ja. Genau, ne, in dem Fall, wie sie gerade schon erklärt hat, die Reihe, das muss nicht aufeinanderfolgend sein, das muss nur aufsteigend sein, das heißt, das ist hier der Fall. 1, 3, 6 sind 3 Karten, gibt 3 Punkte, weil es mit der 1 anfängt, gibt es nochmal einen extra Punkt. Hätte es wären es alles rote Karten gewesen, wären es mindestens 4 Karten gewesen, dann wären die Punkte verdoppelt worden, also zumindest die für die einzelnen Karten, plus den einen für die 1. Und wenn am Ende eine 8 gelegen, hätte es nochmal 2 extra Punkte nach dem Verdoppeln gegeben. Das heißt, ich werte meins einfach gar nicht, weil ich von der Summe her niedriger war, das heißt, ich mache da einen Strich. Dann die Eiche und den Flammenbaum haben wir nicht im Spiel. Das heißt, jetzt wird zunächst der Flieder gewertet. Ja, da auch nicht im Spiel. Zeigen wir alle unsere Fliederkarten. Ach, so haben wir doch. Ich habe da 13. Ich habe da 4. Das heißt, meine werden jetzt gewertet. Fängt quasi bei der 6 an, geht bis zur 7. Das heißt, ich habe einfach nur 2 Punkte für den Flieder. Das ist nicht so wirklich viel. Dann ist als nächstes der Hartriegel. Den habe ich gar nicht. Ja, der liegt da, genau. Dann die Kassie. Da habe ich 1, aber wir haben... Das, ja, das heißt, meine 8, 5, ja. Ne, jetzt wird quasi die 8 aufgehoben, weil ich die 1 habe. Die 1 hebt ja immer die 8 auf. Damit hat Rebecca noch 5 gegen 1. Gewinnt quasi trotzdem. Das heißt, meine bringen mir auch da wieder einfach keine Punkte. Dann der Olivenbaum. Den haben wir... Das ist schwarz. Ja. Da habe ich 9. Oh, dann kriegst du da jetzt nochmal fett Punkte für. Ja. Oh, richtig fett. Das wird jetzt der Winner sein. 11, glaube ich. Weil 4 plus 4 sind 8. Mhm. Und ich fange mit einer 1 an und höre mit einer 8 auf. Mhm. Also, weil die 1 gibt ja einen extra Punkt und die 8 gibt 2 extra Punkte. Das sollte eine 11 sein. Richtig. Krasser Scheiß. Okay. Und dann habe ich 9 und du hast nix. Ja. Das heißt, hier kriege ich jetzt... jetzt ist die Frage, es sind 4 Karten da drin, die... Ich lese nochmal die Regelstelle vor. Mhm. Ein extra Punkt für jede Karte des Weges, wenn alle Karten dieselbe Farbe haben. Alle vorausgesetzt, Karten. Der Weg besteht aus mindestens 4 Karten. Ja, es haben nicht alle Karten auf dem Weg dieselbe Farbe. Nee. Dann kriegst du das nur einfach gewertet, nicht doppelt. Genau. So, jetzt würde ich ja für meine Grünen hier, habe ich einen Weg 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, das zählt, das ist eine aufsteigende Reihenfolge. Der Weg ist jetzt zwar nicht einfarbig, deswegen bekomme ich nicht Doppelpunkte. Ne, wenn das jetzt alles Grüne wären, wäre der Punktewert einfach verdoppelt. Dann hätte ich vielleicht noch eine realistische Chance gehabt, auch nicht wirklich. Das heißt, ich bekomme jetzt einfach nur pro Karte 1 Punkte. Pro Karte 1 Punkte. Ja, das heißt, ich bekomme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Immerhin, so viele Punkte hatte ich in diesem Spiel noch nie. Das ist aber schon. Das heißt, insgesamt habe ich jetzt 8 gegen 15 und habe damit dann, diesmal ein bisschen knapper als vorhin. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal spielen würden, würde ich zumindest einen Unentschieden rausholen. Aber so funktioniert vom Grundprinzip her die Wertung. Also ihr müsst immer Wege bauen. Wie gesagt, die Wege,
das hier ist halt ein Weg. Ein Weg wäre zum Beispiel auch irgendwie das hier, der könnte hier und hier abzweigen. Wenn ich jetzt irgendwie rot hätte werten können, dann wäre mein Weg quasi da lang gegangen. Hätte ich die Flieder werten können, wäre das mein Weg gewesen. Und ja, ein Weg muss immer mit der gleichen Farbe anfangen, mit der gleichen Farbe aufhören. Das heißt, der Weg geht so hier lang, hört halt hier und hier auf, weil das Weiß die gleiche Karte hat. Das hier ist Weiß die gleiche Farbe, das ist Weiß die gleiche Farbe, das ist Weiß die gleiche Farbe. Hätte ich jetzt irgendwie noch hier die 7 gehabt, die hätte ich jetzt zum Beispiel noch hier hinbauen können und hätte am Ende dann die höchste gelbe, weil ich noch die 4 auf der Hand gehabt hätte, dann wäre das halt, ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten mein Weg, das heißt, ich hätte dafür wieder 6 Punkte bekommen, hatte aber nicht die 1, also hätte ich hiermit quasi auch noch angefangen, dann hätte ich 1, 2, 3, ne, also noch einen Punkt mehr gehabt und noch einen Punkt mehr, weil es die 1 ist und wenn es nur, also wenn es irgendwie so gewesen wäre, und dieser Weg, ne, es geht ja auch, ist aufsteigend alles, nur aus gelben Karten besteht, dann hätte ich jetzt in dem Fall dafür 1, 2, 3, 4 Punkte, alles die gleiche Farbe verdoppelt, also 8 Punkte, mit einer 1 angefangen, in dem Fall dann 9 Punkte und natürlich je länger der Weg gewesen wäre, umso besser für mich, aber wenn man den eben langen Weg baut, besteht eben die Gefahr, dass der Mitspieler sagt, okay, der fängt an, Weg zu bauen, dann fange ich mal die Karten auf der Hand zusammen, schmeißt ihn nicht ab und dann kann halt dieser ganze lange Weg am Ende nicht gewertet werden. Da ist es schon relativ schwierig und also bisher im Spiel noch relativ undurchsichtig zu gucken, wann kann ich überhaupt ein Ende wofür Punkte bekommen. Da muss man das Spiel wahrscheinlich ein bisschen häufiger gespielt haben, als sie das gerade tun, um da wirklich eine richtig gute Strategie zu machen, weil man kann sich eben nicht auf möglichst viele Bäume aufteilen, weil dann hat man immer nur sehr kurze Wege. Das ist ja die Frage, ob man immer, wenn man überall 2 Punkte bekommt oder 4, ob das dann irgendwie gut ist, aber da muss man auch die richtigen Karten am Ende auf der Wertung auf der Hand haben, damit die gewertet werden. Also das ist schon, muss man sich ein bisschen reindenken, man kann da relativ zu denken, als Rebecca die Anleitung vorhin gelesen hat, also sie sagt, wow, das ist ja krass taktisch und das ist es auch. Und es geht, wie gesagt, eben gerade zu zweit relativ flott. Wir werden euch gleich, wie gesagt, nochmal das Let's Play zeigen, wobei das nicht so aufregend ist. Wir werden auch die ganzen Denkpausen rausschneiden. Wie gesagt, einfach nur 2 Karten ziehen, eine spielen, eine abwerfen. Das ist relativ flott gemacht. Und ja, das Fazit habe ich dann quasi auch schon gegeben. Wie gesagt, ich finde, es ist durchaus ein ganz nettes Spiel, das man auch ganz gut zu zweit spielen kann. Ist dann aber, wie gesagt, sehr denklastig, das heißt nicht so wirklich kommunikativ. Gibt da bestimmt Wege, das zu meistern oder nicht? Also ich denke, ich werde es auch nicht so oft spielen, dass ich euch dann langfristiges Feedback zu geben kann, zu sagen kann, hey, nach 10 Partien hat man den Bogen raus und dann wird es zumindest richtig, richtig gut. Da gibt es, glaube ich, andere Spiele zu zweit, die ich dem gegenüber vorziehen würde, aber was auf jeden Fall ja auch auf Boardgame Week immer die ganzen Leute sagen, das Artwork der Karten ist auf jeden Fall schon mal recht hübsch, ist halt so ein sehr eigener Kunststil, den muss man eben mögen, aber ich finde, das sieht schon ganz gut aus, ist wie gesagt auch sehr farbenblindenfreundlich, das hört ihr gleich alles nochmal. Und ja, deswegen würde ich sagen, zeigen wir euch jetzt einfach mal, wie das Spiel funktioniert und resetten das Ganze jetzt mal. Ich werde dann sicher einige Sachen, die ich jetzt schon gesagt habe, nochmal erzählen. Aber so, also jetzt habt, wie gesagt, das ist so, glaube ich, der Schlüssel zum Spiel, dass man versteht, wie die Wertung funktioniert. Ich hoffe, das war einigermaßen klar. Und ansonsten, wie gesagt, die Regel kann man sich auch downloaden und die ist wirklich nicht schwer. Also das hier ist im Prinzip der ganze Spielablauf, wo oft die 2 Karten ziehen, auf die Hand nehmen, eine Karte in die Auslage legen, eine Karte abwerfen. Hier ist so ein Beispiel, wie man dann so eine Auslage, wie die aussehen kann bei mehreren Spielern. Hier ist dann nochmal die Reihenfolge der Wertung mit den Farben, wofür es Punkte gibt. Und das ist wirklich sehr schnell gelesen, sehr schnell verstanden. Wir haben, glaube ich, also ja, im Prinzip am Anfang was, wo man ein bisschen durcheinander kommen kann, was mir eben auch passiert ist, dass ich zum Beispiel der Meinung war, dass nur die höchste Karte auf der Hand zählt. Das war falsch, es zählt die Summe. Deswegen wird das mit den 1 und 8 noch wichtiger, weil man dann eben auch wieder Dinge rausnehmen kann, dann auch noch aufpassen muss, dass man halt von den Farben, die man so sammelt, die richtigen Punkte auf der Hand hat. Wie gesagt, ich finde das noch ein bisschen undurchschaubar, wie man da so eine richtige Strategie machen soll, dass man wirklich sicher am Ende die meisten Punkte hat und auch im Spiel dann schon weiß, okay, das wird sicher klappen, weil hängt eben auch viel davon ab, wer wann was nachzieht. Aber wie gesagt, da gibt es viel zu erkunden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem dann hoffentlich, also es wird hoffentlich sehr kurz im Schnitt, dem Let's Play. Und dann, ja, also ich habe noch andere Spiele von Abacus bekommen, von denen ich teilweise einige auch schon gespielt habe, zum Beispiel Bang Duel. Das fand ich auf der Messe schon richtig gut, hat halt dieses Bang-Feeling ganz gut eingefangen, abgesehen davon, dass man keine verdeckten Rollen hatte. Davon wird es dann sicher demnächst auch noch das Video geben. Das war es soweit erstmal von uns. Und jetzt dann der Schnitt zum Let's Play. So, ich hoffe, das passt jetzt vom Schnitt her. Wir gucken jetzt einfach mal, wie das Spiel läuft, nachdem ihr gerade schon die Wertung gesehen habt. Und Spielvorbereitung, jeder Spieler bekommt 7 Karten auf die Hand. Jeder hat schon eine Karte auf seinem offenen Ablagestapel. Und jetzt bauen wir hier eben gleich dieses Arboretum, das ihr gerade schon gesehen habt.
Und wie ich vielleicht auch schon gesagt haben werde, gibt es halt noch mehr Farben. Das heißt, man kann das Spiel von 2 bis 4 Spielern spielen. Und wir haben jetzt einfach 4 zufällig rausgesucht. Wir sind dabei ein bisschen nach meiner Farbenblindheit gegangen. Aber hier sind auch nochmal Symbole drauf. Also wenn ihr farbenblind seid, überhaupt kein Problem. Das heißt, wir fangen jetzt an. Ich habe gegeben, also darf Rebecca in dem Fall anfangen. Und muss jetzt erst 2 Karten ziehen. Und dann eben entweder vom offenen Ablagestapel, egal ob von meinem oder von ihrem. Kann auch, wenn da jetzt mehrere Karten wären, erst die erste und dann die zweite ziehen. Oder halt Karten von hier. Oder auch gemixt. Man kann auch erst hier eine Karte ziehen und dann überlegen, ob man noch eine von hier ziehen möchte. Das ist komplett egal. Wie wir gelernt haben, Einsen und Achten sind wichtig. Das heißt, man muss jetzt überlegen, die Einsen, spiele ich die aus, behalte ich die auf der Hand, was mache ich damit? Aber bitte. Aha, das war so klar. Genau, dann muss man eine Karte ausspielen. Gleich mit der 1. Das heißt, sie hat sehr wahrscheinlich auch die 8 dazu, sonst wäre das ganz schön niedrig. Ja, ich finde das alles doof. Ich ziehe mal hier. Und die, und okay, jetzt muss ich mich entscheiden. Wie ihr seht, das ist nicht so die weltbeste Hand. Ich versuche mein Glück mal hiermit und die Karte jetzt, als erste Karte in die eigene Auslage. Und jetzt gilt eben immer, ich kann die Karten quasi gleich spielen, wie ich möchte. Also ich muss jetzt nur eine Karte abwerfen. Da werfe ich mal, obwohl den Menschen wird zu verlockend. Ich werfe mal vielleicht die hier ab. Karten kann ich jetzt also auch Rebecca gleich aufspielen, wie man möchte. Immer angrenzen, nicht diagonal. Und die müssen sich eben nur zu einem Weg, wie ihr es gerade in der Wertung gesehen habt, zusammenfügen. Und es ist eben auch immer bei dem Spiel halt die Entscheidung, also die coolen Sachen, die ich auf der Hand habe, brauche ich eigentlich selbst. Aber manchmal kann man auch nicht alles sammeln. Manchmal muss man Dinge, die der Gegner vielleicht brauchen kann, abwerfen. Da fühlt sich das Spiel dann schon wirklich so ein bisschen an wie Lost Cities. 2. Und auch immer ganz wichtig, man ist dann irgendwann schnell so im Tunnel drin, dass man einfach nur schnell ausspielen will und Karten wegwerfen will. Und dann stellen wir fest, oh, ich habe auch gar nicht gezogen. Ich kann davon noch nicht so welche brauchen. Ziehe ich die sehr gut. Und die ist ein Traum. Genau, und jetzt überlege ich mir, wie möchte ich diese Reihe hier fortsetzen. Ich könnte jetzt zum Beispiel mal das Bäumchen hier hinspielen. Den Ahorn und die Weide. Und dann muss ich noch was wegschmeißen. Da schmeiße ich mal, wo ist die einzige davon, die ich habe. Schmeiß mal den hier. Jetzt kommt wieder das Problem. Der wird halt gut daran passen. Irgendwas muss ich wegschmeißen. Wir haben hier schon ganz viel weg. Kommt die mal weg. Aha, das sieht nach einem Plan aus. Tja, was sieht nur so aus. Ja, im letzten Spiel ist auch so, du wirst am Ende gewinnen. Am Ende hatte ich genau 0 Punkte zu 17. Aber ich habe auch eine Wertung nicht richtig verstanden. Das ist jetzt gerade noch die zweite Partie. Aber wir dachten, wir zeigen euch das einfach mal gleich. Aha. Ziehe ich erstmal oben schön. Den. Und dann noch den. Und dann, ja, so ohne Nacht auf der Hand. Natürlich habe ich eine 8. Aber ohne Nacht auf der Hand, das ist schon ganz schön doof. Man weiß noch nie, was man wirklich ausspielen kann. Spiele ich mal die 4 hier aus. Ich will die nicht abwerfen, die ich abwerfen muss. Wichtig, man hat immer das ganze Spiel über 7. Warum nimmst du jetzt? 7 Karten auf der Hand. Und natürlich ist es schon relativ denkdastiges Spiel. Also beim Spiel selbst quatscht man jetzt nicht so super viel miteinander. Wenn man es mit mehr Leuten spielt, dann kann man natürlich mit anderen Leuten quatschen. Wenn die dann dran sind. Also, ne, mit denen, die gerade nicht dran sind, 2 Einsen spielt es dann aus. Dann schmeißen wir was weg. Ich will nichts wegschmeißen. Come on, give it to me. Ich will nichts wegschmeißen. Okay. Oh, die brauche ich nicht. Na, ich ziehe erstmal von hier. Das Mist. Und nochmal die. Dann spiele ich die mal hier hin. Und schmeiße weg. Ich glaube, die hier kann ich ruhigen Gewissens wegschmeißen, weil die schon so oft rausgegangen ist. Das Spiel geht so lange, bis der Nachziehstapel leer ist. Wenn der leer ist, macht der Spieler noch seine Runde fertig und dann wird gewertet. Geht auch nicht so lange, bis halt dann jeder Spieler nochmal dran war, weil wenn man jetzt von hier aus die Karten nimmt oder so, dadurch kann sich das Ende ja hier schon verzögern. Deswegen kommt dann einfach direkt die Wertung. Da kann man auch immer überlegen, im Prinzip auch wie bei Lost Cities, ob man, wenn man sieht, hier kommt das Ende, man hat noch 4, was man ausspielen will, lieber erstmal Karten von hier nimmt, wenn die vielleicht dann nachher dafür sorgen, dass man Karten besser werten kann. Nicht wegschmeißen. Okay. Ja, wenn man es einmal gespielt und verstanden hat, dann wird es auf jeden Fall noch ein bisschen trickreicher, weil man dann auch genau weiß, was man eigentlich nicht wegschmeißen darf. Und eigentlich ist es fast gar nichts. Mhm. Aha. Ich glaube, ich mache mal so. Oh, das ist schön. Dann spiele ich die mal aus und schmeiße. Wenn man sich da weiß von der Hand nehmen, also wenn man sich jetzt weiß, wie er vom Ablagestapel nehmen würde, dann könnte man da fast alle Karten immer auf die Hand bekommen. Die Frage ist nur, ob man das noch ausgespielt bekommt, bevor das Spiel zu Ende ist.
Nur gute Karten gezogen? Ja, top. Wie viele Einsen hast du eigentlich? Was ist falsch bei dir? Ich weiß auch nicht, ob mir das so was bringt, wenn ich die ganzen Einsen ausspiele. Naja, es ist ja nicht der Wert der Karte ausschlaggebend, sondern nur wie viele Karten irgendwie ihr spielst. Von daher ist das, kann das schon. Ja, aber mit einer 1 habe ich immer noch keine Reihe. Also das ist richtig. Gibt, man kann es bestimmt total durchoptimieren, aber. Möchte man auch nicht zwingen. Möchte man auch nicht zwingend, richtig. Ja, mir fehlt nur eine ganz bestimmte Kartenart die ganze Zeit, was ein bisschen nervt. Ich spiele mal die aus. Und dann kommt das Doofe, dass man eine Karte wegschmeißen muss, wenn ich weiß welche. Da wird sich hier Rebecca sehr drüber freuen, darum kann ich die nicht wegschmeißen. Und sie hat schon so viele Einsen. Ich kann dir ja gern mal das Angebot machen. Noch eine 1. Obwohl, die hier dann auch weg. Ah. Das Dilemma ist ja, man hat meistens viele schöne Karten auf Hand, die man ausspielen möchte. Man kann nur eine pro Runde ausspielen, man wird am Spielende nicht so viele ausgespielt haben und muss ja auch noch gute Karten haben, damit man überhaupt in die Wertung kommt. Ja. Und dann möchte man noch die Achten haben und dann die Einsen haben, um die Achten wieder aufzuheben und ist schon nicht so einfach. Und ich glaube, Rebecca hortet da einfach Achten ohne Ende. Deswegen ist es eigentlich für mich jetzt auch gerade in der Situation schwierig, von hier Karten zu nehmen, weil dadurch bekomme ich ja keine Achten auf die Hand. Ich meine, natürlich habe ich offiziell, Rebecca kennt ja meine Karten, nicht nur Achten auf der Hand, deswegen kann ich immer nichts wegschmeißen. Aber ich glaube, die liegen alle da drüben. Hast du schon was weggeschmissen? Mm-mm. Schmeiß mal eine 8 weg. Da kommt die dreckige Lache. Ah. Ich weiß einfach nicht, was ich wegschmeißen soll. Ich will dir auch keinen Gefallen tun, aber alles andere wäre noch dümmer wegzuschmeißen. Sehr schön. Ich bin gleich mal wieder auf die Wertung sehr gespannt. Das kann man in der ersten Partie noch gar nicht so abschätzen. Da braucht man, glaube ich, wirklich ein paar Partien, bis man da Erfahrungswert hat. Aber es kann, glaube ich, immer nicht schaden, eine möglichst bunte Hand zu haben, auch damit man einfach die entsprechende Wertung dann vielleicht durchbekommt. Ich werfe jetzt mal eine 8 ab, Benjamin. Wow. Die möchte ich nicht. Nehmen wir die hier und die hier. Ah, wunderschön. Ist auch gleich vorbei, ne? Mhm. Oh nein. Geht immer schnell. Nee, die muss ich, glaube ich, auf der Hand behalten, damit ich das in die Wertung bekomme. Dann kriege ich da mal ein paar Punkte für. Das werte ich auch, und ist der Weg so kurz. Aber ich kriege ja pro Karte auf dem Weg einen Punkt. Das muss nicht. Pro Karte auf dem Weg, ja. Und, aber es muss alles mit der gleichen Farbe anfangen und aufhören. Ja. Oh, dieses missliche Spiel. Hm. Das ist schon ein bisschen decklastig. Mhm. Ich habe auch schon 2 gezogen, ne? Das ist schon doof. Spiele ich mal die aus. Meine letzte Partie war eindeutig besser. Abwerfen. Ja. Oh, das nimmt, wenn wir nur die 2 haben. Übrigens, diese Ablagestapel darf man auch auffächern. Man muss nicht alle streng übereinander legen. Der Autor hat in den Kommentar auf Bord gesagt, dass es kein Memory-Spiel sein soll, sondern man schon mal gucken kann, was so alles raus ist. Oh, schöne Karte. Schöne Karten. Das heißt, dann spiele ich jetzt nochmal die hier aus. Ich glaube, das passt ganz gut. Und die kann ich abspielen, dann würde ich Rebecca helfen. Die hier möchte ich behalten, um das werten zu können. Die möchte ich behalten, um das werten zu können. Die möchte ich behalten, damit sie das nicht werten kann. Also macht Sinn, die hier abzuspielen. Oh, 2 Karten. Wenn Rebecca lieber ein Ziel ist vorbei, wahrscheinlich wird sie die ziehen, weil sonst habe ich den letzten Zug. Das wäre nicht gut für sie. Vielleicht braucht sie einfach die Punkte. Dann hast du auf jeden Fall ein gutes Leben. Das war nicht so schlau, was ich gemacht habe. Das ist egal. Okay, dann nehme ich mal den. Und dann... Ist eigentlich egal. Kann ich den hier auch nehmen? So, jetzt nur die große Frage. Als letzter kann man natürlich richtig gut überlegen, was man da anbaut. Wahrscheinlich sehe ich jetzt gerade wieder die richtige Lösung nicht. Ja, ich glaube, viele Punkte werden es nicht, die ich bekomme. Aber ich spiele mal noch den hier hin. Und dann alle Karten raus, das heißt, jetzt kommt es zur Wertung, die ihr gerade schon mal gesehen habt. Und ich denke, ich werde auch schon das Fazit vorweggenommen haben. Also jetzt habt ihr nur das Let's Play gesehen, wo wir halt nochmal euch gezeigt haben, wie das Spiel geht. Wie ich ja wahrscheinlich auch schon gesagt haben werde, ist das jetzt nicht so furchtbar aufregend zum Zugucken. Man hat dabei zwar immer also richtig krasse Entscheidungen, weil man nicht weiß, welche Karte schmeiße ich jetzt weg und was werde ich auf der Hand und wie soll ich tun. Also ich hoffe, dass das so einigermaßen gut war. Die Hand ist relativ bunt gemischt. Und ich hoffe mal, dass Rebecca nicht so viele Punkte macht, nicht ein paar, aber gefühlt habe ich auch nicht so wirklich viele Punkte liegen. Ja, aber jetzt habt ihr einmal das gesamte Video gesehen, ihr habt am Anfang gesehen, wie die Wertung verläuft, ihr habt unsere Meinung, wobei das auch nur ein erster Druck ist, wie gesagt, das ist gerade die zweite Partie, das ist ein Spiel, das muss man durchaus häufiger spielen.
Erinnert sehr stark, finde ich, an Lost Cities in vielen Bereichen, weil da nimmt man ja auch ständig Karten auf die Hand, muss dann Karten überlegen, ob man die aufspielt, ob man sie abspielt, später wieder auf die Hand nimmt, der Mitspieler kann die Karten wieder aufnehmen. Also in dem Aspekt, wenn ihr das Spiel mochtet, dann ist die Chance, dass ihr das hier mögt, auf jeden Fall auch recht hoch. Ich meine, Lost Cities hat ja mittlerweile ein paar Jahre auf dem Buckel. Das hier hat, finde ich, also auch sehr, sehr schönes Artwork, auch gerade für mich als Farbenblinden. Sind die Bäume größtenteils zu einer Farbe jetzt unterscheiden? So ein paar Bäume, die mich dann sehr verwirren würden, haben wir einfach rausgenommen. Aber es ist auf jeden Fall sehr farbenblind geeignet, weil hier eben dann immer die Früchte drauf sind und da kann man das super gut auseinanderhalten. Also ich als Rot-Grün-Blinder habe überhaupt keine Probleme, dieses Spiel zu spielen, zumindest nicht von den Farben her, von den taktischen Entscheidungen her wird es da sicher das eine oder andere geben, was ich falsch gemacht habe. Ja, aber jetzt wisst ihr, auch unabhängig von meiner bzw. unserer Meinung, wie das Spiel geht, ob das was für euch sein könnte oder nicht. Das ist ein kleines, schnelles Kartenspiel und im Vergleich zu Lost Cities kann man es eben auch mit mehr Spielern spielen. Das heißt, wenn ihr es zu zweit spielt, wisst ihr natürlich gegen Ende ungefähr ziemlich genau, was der Gegner wahrscheinlich auf Hand haben wird, weil wenn hier noch zwei Karten sind und ihr bei 7 Karten nicht wisst, wo sie sind, können die nicht alle mehr im Ablagestapel sein. Wenn man es natürlich dann mit 3 oder 4 Leuten spielt, was wir noch nicht getan haben, aber dann weiß man ja bei mehr Karten nicht, wo die jetzt potenziell sind. Das heißt, da ist noch so ein bisschen Deduktion, Guessing drin. Und dann bekommt das Spiel sicher auch noch mal eine ganz neue Richtung. Also wenn ihr schon immer mal Lost Cities quasi mit mehr Spielern spielen wolltet, dann ist Arboretum auf jeden Fall ganz gut. Das ist aber durchaus auch schon eigenständig, weil man hier eben auch bei der Bauen des Weges und so hat man deutlich mehr Möglichkeiten. Und ja, also es ist ein nettes kleines Kartenspiel. Wird sicher nicht zu meinen Favoriten gehören. Auch, wie gesagt, Lost Cities bin ich großer Fan von. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen zugänglicher als das hier. Aber wie gesagt, das hat durchaus was, wenn ihr gerne so ein bisschen grübelt und optimiert und schwierige Entscheidungen habt und das Ganze halt in einem kleinen netten Kartenspiel haben wollt, zu zweit spielt man da eine Viertelstunde dran, dann ist das auf jeden Fall nett. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie es geht. Das war's von uns beiden. Wir sagen bis bald und tschüss. Let's play. Frage mich, ob es mit 4 Leuten, ne? Mhm. Ob es dann taktischer wird oder weniger taktisch? Weil, also ich meine, du kannst halt von mehr Ablagestapeln profitieren und kannst dir da mehr das irgendwie raussuchen, ohne blind zu ziehen. Aber du hast halt auch nur ein Viertel der Karten auf der Hand. Und bei uns hat man ja die Hälfte der Karten einmal auf der Hand. Und es gibt vor allen Dingen auch noch mehr Karten. Ja. Also jetzt hast du ja nur, weiß nicht, wie viel waren das? 6 verschiedene? 6 von 10. Und normalerweise gibt es 10, ja. Ich meine, es dauert dann natürlich auch wieder länger. Also die Rundenzahl müsste ja fast gleich sein, aber auch nicht zwingend, weil dann vielleicht mehr Leute von Ablagestapeln nehmen. Und gerade die Leute, die ja die passenden Karten haben, die ziehen dann vielleicht eher danach und die anderen Leute, die müssen eigentlich auch von da ziehen. Also bin da mal gespannt, wie das mit mehr Leuten wäre. Ja, das würde mich auch interessieren, wie es mit mehr Leuten wäre. Also ob das dann halt weniger denklastig wird oder also dass man halt einfach sagt, ja okay, ich habe jetzt nichts Besseres, ich spiele das jetzt einfach. Oder ob man halt das noch mehr ausspielt. Ja, das Schlimme ist ja, du tust ja noch mehr Leuten gefallen. Also ja, genau. Und das, ja, gut, das stimmt. Ja, stimmt. Also, dann siehst du schon, ey, was schmeißt das, ob das brauchen, ich schmeiß das, ist damit das, ich habe das auf der Hand. Ja. Ich glaube, das wird, je nachdem, was du so ziehst, eher noch schwieriger. Ja, gut, das stimmt, klar. Nee, klar, das stimmt. Dann kann es sein, dass es mit 4 Leuten noch halt ein bisschen kniffliger wird, so ein bisschen knobeln und so. Mhm. Wie macht man das am besten? Aber ja, also an sich finde ich das halt für ein Kartenspiel ist schon, dass man das gut taktisch spielen kann. Ja. Und das ist ja eine von den Regeln her eigentlich auch super einfach. Ja, also, das stimmt. Zieh 2 Karten, spiel eine Karte. Und das von dem Weg, das hat man, wenn man nicht so doof ist wie ich, auch relativ schnell verstanden. Also, ich glaube, von den Regeln her fast sogar noch einfacher als. Hast du das jetzt echt nicht gespielt? Muss man mal spielen. Das ist auch echt ganz schön. Aber cool. Also, ich meine, das Baumthema ist wieder ein bisschen aufgesetzt so. Ja, ich habe das auch bei Board Game Geek in der Preview gesehen und habe das mit den Bäumen gesehen und dachte so, oh nee. Also, theoretisch könnte man das halt auch mit Uno-Karten spielen, das so, weißt du? Ja. Mehr oder weniger so. Aber die sehen halt nicht so hübsch aus. Ich mein, nee, also hübsch aussehen tun sie, aber das Baumthema. Also so Baumthema ist halt auch was, was null anspricht, ne? Also, aber ist auch noch sehr unverbraucht. Ja. Wie viele Baumspiele kennst du? Ich kenne nicht so viele. Ja, das stimmt.